Ja, da sind wir wieder. Wollte ich dir erzählen, ja, wo wir gerade davon gesprochen haben, dass du hier beim Twitch-Stream knallhart den Johnny Cash abgewürgt hast. Ja. Bei unserer Rundreise da, Urlaub, das habe ich letztes Mal nicht erzählt, gab es einen Sender, der immer echt ungelogen 5 Sekunden vor Ende des Liedes knallhart die Lieder abgewürgt hat. So, zack, aus. Was ist das für ein Quatsch? Wer macht sowas? Psyche. Psychische Spiele, so wie mit Sheldon. Du meinst, die spielen mit der Psyche ihrer Zuhörer? Ja. Und vielleicht in dem Sinne, dass... Oder Wiedererkennungswert, irgendwie sowas in der Art? Ja, vielleicht sowas. Dieser Scheißsender, aber ich höre noch mal rein, ob es heute auch noch macht. Ja, ja. So nach dem Motto. So Suchtverhalten, ja. Ungefähr, weißt du? Das ist doch bekloppt, oder was? Ja, natürlich ist es bekloppt. Ja. Aber deswegen macht das wahrscheinlich. Ja, ich muss hier. Ich habe mal gesehen, wie Sheldon durchgedreht ist. Die haben noch immer was angefangen und das nie beendet. Ja. Und er ist doch immer so ein 100%iger. Und der ist fast durchgedreht nachher nach 5-6 Monaten. Die haben sich einen richtigen Spaß draus gemacht. Das ist natürlich geil. Total abgedeckt. Und der hat dann alle Lösungen der letzten, keine Ahnung, 20, 30... Hat er alle auf einmal. Hat er dann... Und dann war er wieder zufrieden. Das ist sehr geil. So, ich leg mal das Kack aus euer Haus. Hm? Ja. Haus. Weißt du eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass mir der was Podcast betrifft, der Sonntag online schon besser gefällt wie der Donnerstag aufnehmen? Weil du mich nicht sehen musst. Nee, weil ich muss Donnerstag immer aufpassen, dass ich was anderes anhabe. Das ist Sonntag egal. Da hören wir uns ja die Leute. Ach so, okay. Ach so, bist du so eitel? Ist das so? Also passt du wirklich auf? Ja, das ist krass. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Weil normalerweise läufst du immer rum. Ich meine, ich laufe schon schlimm rum, aber du. Schiffer ist es egal, aber. Bei was? Ich sitze heute schon wieder in den Scheißrauchqualm. Das ist doch extra so eingestellt. Nee, das nächste Mal stelle ich die Feuertonne ins Gewächshaus. Warum brauchen wir eine Feuertonne? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich meine, wir können das Feuer ja auch so zündeln. Zündeln? Du meinst hier auf den Platten? Auf dem Gewächshaus. Ach so, ja. Mal gucken, was deine Uschi dazu sagt. Naja, die wird sich freuen. Wie geht es dir, lieber Martin? Oh, scheiße, du bist mir jetzt vorgekommen. Sehr gut, mir geht es sehr gut, wirklich. Schön. Toll, mir geht es wirklich super. Wie geht es dir? Frag nicht. Also, denk, was macht er für Hampeleien? Nein, mir geht's auch gut. Natürlich geht's mir auch gut. Ich denke, jetzt kommt irgendwas Besonderes, weil du unbedingt wolltest, dass ich dich frage. Nein, das war einfach nur richtig zu. Erkältung lässt ein bisschen nach. Mich wundert da eigentlich, dass so die gesamte Woche, wo alle so mitgekriegt haben, dass ich ja so ein bisschen nasal rede und allem und dran. Man denkt ja immer sofort an Corona. Ne? Ja, ja. Also, dass mich da keiner wirklich drauf angesprochen hat. Ja, wahrscheinlich drauf. Also, wahrscheinlich ist es wieder drauf. Also, ne, erzähl. Ist inzwischen so abgenudelt, dieses Corona-Scheiß. Du hast ja Corona, das ist ja Corona. Dass das keiner mehr macht. Oder sie denken alle, dass man ja geimpft ist. Bist du doch auch, ne? Einmal erst. Mhm. Okay. Einmal ist kein Mal. Ich setz mich jetzt woanders hin. Ich hab's jetzt mal schon. So, hast du denn einen Fehl der Woche? Nein. Diesmal habe ich keinen. Ich hatte letztes Mal, was kurz passiert ist. Diesmal habe ich tatsächlich keinen Fehl der Woche. Okay. Ich wollte fragen, in dem Zuge, ob du einen Fehl der Woche für mich hast. Nein. Was? Nee, auch nicht. Bei mir läuft eigentlich alles. Nee, ich muss eigentlich streichen. Das ist ja mal so ein komisches Wort. Ja. Aber eigentlich ist es auch, ja. Nee, ist alles gut. Ja? Ja. Nix. Ich laufe gerade nicht durch das Leben ohne Fehler. Liegt das daran, dass du wieder arbeitest? Weil im Urlaub hast du ja gefühlt mehr Fails gehabt. Ist das vielleicht alles ein bisschen geordneter, geregelter? Keine Ahnung, nein. Ich denke mal, das ist so eine Phase. Das ist wie mit dem Blitzen bei mir. Wenn ich geblitzt werde, werde ich 3-4 Mal hintereinander geblitzt. Dann habe ich eine Straße sozusagen. Dann recht zu sagen. Ne? Ja. Das passiert halt mehrmals. Ich glaube, das ist bei den Fails auch. Also, gut, es wiederholen sich einige Sachen, aber die muss man dann ja nicht erwähnen. Nö, das ist ja auch langweilig. Und Kleinigkeiten will man ja auch nicht erwähnen. Ich finde, das ist so schon langweilig, wie man das hier machen. Ja, das ist auch okay. Mhm. Umso erstaunlicher ist es, dass ja immer noch Leute zuhören. Was? Was? Ist ja wirklich so. Also. Bevor ich anfange, ein bisschen was Ernstes zu erzählen, möchte ich natürlich die Kategorie aufwerfen,
Witze. Oh ja, darauf habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut. Ja, ja. Weißt du warum? Weil ich meiner Tochter Uschi vor 2-3 Tagen wieder Chuck Norris Witze vorgelesen habe. Das ist auch geil. Das mein Problem beim Vorlesen dieser Chuck Norris Witze ist, dass ich immer anfange zu heulen vor Lachen, weil ich kann mich nicht zusammenreißen. So 3-4 schaffe ich und dann muss ich aufhören, weil ich Tränen in den Augen habe. Also ich meine, die denke ich mir ja nicht aus. Ne? Also es ist ja schon so, dass ich die suche. Ja. Und diese 5, die ich mir dann raussuche, in dem Sinne so Flachwitze, ja, heute mal, musst du dir vorstellen, lese ich ja so ungefähr 30, 40. Ja. So. Und ich habe da dann manchmal schon auf dem Tisch gelegen. Teilweise. Also auch. Das ist, ja, ja. Und es kommt dann vielleicht auch bei Vorlesen gar nicht so rüber, aber es ist dann schon witzig. Also ich fange mal an, ne? Fang mal. Damit wir das Niveau wieder ein bisschen steigern. Wollen wir das weiterhin so machen, dass ich vielleicht die Antwort weiß, weil ich weiß sie meistens nicht. Ja, ja, ich frage dich dann schon, ja? Also wenn das so Fragewitze sind. Ja, ne? ja. Aber jetzt habe ich erstmal einen zum Vorlesen, ne? Also ich, mein Fahrrad ist weg. Mein Freund, war da eine Kette dran? Ich, ja. Oh, dann ist die auch weg. Aber es war klar, dass es kommt. Echt? Ja, das war klar, wegen der Kette, ne? Ja. Wie erkennt man eine männliche Schokolade? Männliche Schokolade? Es muss irgendwas mit Eier oder Penis sein, das geht ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Nee, Schokolade? Ja, deswegen, das funktioniert ja nicht. Nee, an den Nüssen. Oh Mann, das meine ich doch. Da wäre ich ja fast drauf gekommen. So eine Scheiße. Ja, das war schon nicht schlecht. Eine dicke Frau geht zum Bäcker und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Sagt der Bäcker, aber nicht in meinem Laden. Ja. Also ehrlich gesagt, nicht in meinem Laden kannst du schon weglassen. Das an sich ist schon geil. Ich musste den Witz zweimal lesen. Ja, echt? Ja, ja. Nein. Weil ich dachte sofort an rumkugeln. Also ja, aber wenn, ich glaube, wenn du das liest, dann liest du ja rumkugeln. Ja, ja. Aber wenn ich das höre, dann denkst du sofort an rumkugeln. Also, naja. Du ja, bei vorher das... Du bist ja in der Hinsicht sowieso alles. Herrlich. Jetzt hast du den Effekt, siehst du? Da drei. Wie nennt man einen guten Büstenhalter auf Italienisch? Irgendwas mit weiß, nee, weiß ich nicht. Titti nie verrutscht. War klar. Mit Titti irgendwas, war klar. Ach nee, aber kann ich da mal kurz was zwischenfragen? Gerne. Der Titisee, hat das irgendwas mit Büstenhalter zu tun? Italienisch? Nee. Ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt. Ich kenne den gar nicht. Was? Heißt doch Titisee oder nicht? Oder hieß der Tuntenhausen? Nee, das war der Ort. Hä? Kennst du Tuntenhausen auch nicht? Nee. Mein Schwager fährt öfter mal nach Tuntenhausen. Nicht das, was du da jetzt denkst, sondern beruflich. Uwe. Entschuldigung, dass er lacht. Ja, aber Tim Tittisee kennst du nicht? Nee. Okay, ich warte auf meinen hinteren Baden. Okay, das geht jetzt. Gut, der letzte, komm. Was steht auf dem Grabstein einer Jungfrau? Jetzt geht das mit dem Grabstein wieder los. Nicht, sie hatte Syphilis, bitte. Nein. Ungeöffnet zurück. Oh, das ist jetzt aber böse. Alter Schwach. Nicht böse. Oh, Gottes Willen. Alter Schwede. Wo hast du die? So. Du solltest das nicht wegschmeißen. Ja, schlimm ist, wir sind jetzt in der Folge 74. Ja. Nicht, dass wir das in 150 oder so nochmal wiederholen, aber es kann sein. Also wir haben ja nur noch was. Davor habe ich beim Bonifatius auch ständig Angst. Das war schon mal, ja, bestimmt schon. Es wäre aber sehr aufmerksam, wenn ein Zuhörer das vielleicht mitkriegt. Ja. Ne? Dann wüsstest du auch, was wir angehört haben oder zugehört haben. Also, wie auch immer. Ja. Ich habe mir heute echt mal Gedanken gemacht. Und zwar ist mir mal aufgefallen, dass in einem Bericht oder sowas habe ich das gesehen. Da wurden mal Berufe vorgestellt. Mhm. Da wusste ich gar nicht, aber Berufe schrägstrich Jobs. Ja, Berufe heißt ja auch immer gleich, du hast eine Berufsausbildung dazu und so weiter und so genau. fort. Genau, also du meinst also welche, die auch... Einfach ein ausgeübter Beruf, genau. Ne, oder Job halt sozusagen, eine Arbeit. Okay. So, und da habe ich festgestellt, dass es ja echt ominöse Berufe gibt. Also eher Berufe, die man ja vielleicht auch gar nicht so kennt.
Ja. Dann gibt es ja auch eklige Berufe oder Jobs. Sowas wie Lkw-Fahrer meinst du jetzt, ne? Ja, das ist pervers. Nein, da wollte ich dich mal, ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es 10 sind oder ob es vielleicht nur 8 sind, das ist eigentlich auch egal. Ja. Wollen wir abwechselnd machen? Hast du echt? Ja, ich habe auch welche tatsächlich noch rausgesucht und es könnte durchaus sein. Wo, nee, mach du mal deine zuerst und ich guck mal, welche übrig sind. Lass uns mal ruhig abwechselnd machen. Ja, lass uns spontan sein. Komm, ich nehme mal einen Kugelschreiber jetzt in die Hand, yeah. Und dann muss ich es aber reinstreichen. Ja. Ich hole meinen Stift mal raus. Und, oh, was denn? Kannst du den Tintenfüller noch ins Fass machen? Oh Mann, der ist schon voll. Jesus. Du hast doch gar nichts mehr drin. Alter, das war gerade ein Verbrechen, ne? Übrigens muss ich, ruhig das gerade rüber. Das können wir nicht mehr machen hier, dass ich direkt aus dem Getränkefachgroßhandel das Bier mitbringe. Für mich ist das zu warm. Ja, ist relativ warm. Mich stört das ja nicht so, weil ich nicht so ein Weichpinelli bin. Mal gucken, wo ich es treffe. Nein. Prost. Ach so. Ach, jetzt wird's mit dem Vollen. Ja, das ist meins leer. Ping-Pong. Nachher total besoffen, mit ganz Kasten jeder leer. Das ist meins? Ja, das ist meins. Aber jetzt bist du im Vorteil. Jetzt möchte ich eins von dir noch. Nein, fang mal an. Ich fang mal an. Ja, du bist ja auch, also ganz ehrlich, Entschuldigung, aber du stellst das Ding neben die Feuertonne. Hallo. Was denn? Du beschwerst dich darüber, dass das Bier warm ist. Warmes Bier soll gut für die Nieren sein. Ja, komm, ob du. Pass auf. Ob nur warm oder ganz warm. Jeden Scheiß eine Antwort. Das ist wie meine Tochter. Ja, okay. Jetzt halte ich die Schnauze. Ich fange mal wirklich leicht an. Mhm. Ein ungewöhnlicher Job, finde ich, ist Golfballtaucher. Soll ich jetzt versuchen, das rauszufinden? Nein, du sollst dich heraus. Nein. Aber mich würde ja schon mal interessieren, ob du das A auch schon mal gehört hast. Ja, nee. Ne? Hast du noch nicht? Richtig? Golfballtaucher? Die Golfballtaucher sind wirklich die, die auf den Golfplätzen engagiert werden. Das sind so private Leute, ja. Ne, die sich privat gemacht haben. So eine Ich-AG hätte ich vorher gesagt. Die haben, glaube ich, einen Taucherschein oder sowas in der Art. Und die werden von Golfplätzen engagiert, um die Golfbälle, die in die Tümpelbilder und in die Seen geschossen werden auf den Golfplätzen. Wieder auszuholen. Ich dachte, die schwimmen oben, die Dinger. Nein, die sind doch schwer. Hast du einen Golfball in meiner Hand gehabt? Nein, da siehst du, ich bin doch kein reicher Sack. Also ich hatte schon mal einen Golfball in der Hand. Ja. Weil wir auf eine Standardübungsplatz sind. Ich weiß nicht mehr wo von der Bundeswehr her. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Da war ein Golfplatz. Und da haben wir echt rumgeballert. Nee, da sind wir dann in der Pause wirklich mal ein paar Meter raufgegangen auf dem Golfplatz und wir haben echt auch wirklich Golfbälle gefunden. Okay. Und die sind schwer. Die sind wirklich schwer. Ja. Also ich will es jetzt nicht in Kilo. In Kilo bestimmt nicht. Ja, das sind da. Aber die gehen natürlich unter. Das naja, ist kein Tischtennisball. Nee, aber sollte das selbst dann, wenn die schwer sind, können die aus einem Material sein, das oben schwimmt? Nein. Das hat noch keiner erfunden, dass die trotzdem oben bleiben. So, und deswegen gehen die unter und damit der Golfplatz erspart, sich immer wieder neue zu bestellen, engagieren die, also die haben festgestellt, dass das günstiger ist, wenn sie jemanden engagieren, der die Golfbälle wieder rausholt, sauber macht und wieder abgibt. Ich würde sagen, es ist ja umweltfreundlicher, ne? Genau genommen. Definitiv. Und ich habe auch wirklich gehört, dass so ein Golfballtaucher 65 Euro die Stunde bekommt. Was? Ja. Bis zu 65, muss ich natürlich sagen. Das ist ja kein Holt er die mit der Zunge raus oder was? Nein, aber der geht ja runter. Also ja, der hat ja die Taucherausstattung so. Mit Sauerstoff und tralala, das kostet wahrscheinlich auch. So, und dann will er natürlich auch was bezahlen. Aber der Grund dahinter ist, wie die das machen, die Golfbälle an sich zu erstellen, zu kaufen, muss ja teurer sein. Ja, offensichtlich, ne? So, und der macht sie auch sauber und dann können die das wieder neu vermieten. Also du musst ja auch einen Golfplatz, das hat sie nicht eine Ahnung von hinter, aber du musst auf dem Golfplatz, musst du die Bälle ja bezahlen auch. Das ist ja wie so ein Ausschank. Du sagst ja jetzt nicht, ich möchte einmal Golf spielen, sondern bezahlst du 20 Euro, damit du auf den Platz kommst. Also wenn ich zum Tuppentennis gehe, ja. Badminton, und nicht wieder lachen jetzt, wie immer. Nein, wenn ich, also dann muss ich meine Badmintonbälle selber mitbringen oder ich kaufe mir welche an der Kasse. Ja. Nein, ist da nicht. Und da ist das, entweder kaufen die sich die auch oder mieten die sich auch, aber wenn die in den Teich schmeißen, springen die ja nicht hinterher.
Ne? Dann sind die weg. Ja. So, das heißt, ich kaufe mir jetzt 5 Bälle. Und 3 davon versenke ich im See. Da gibt es doch aber auch Golfplätze, die direkt an so einer Steilküste oder Meer sind. Tauchen die denn auch ins Meer? Ich habe keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, weil ich mal glaube, das kann ich mir. Wo haben wir das denn erlebt hier? War das in Frankreich? Ich glaube, das war in Frankreich. Da musst das ist aber Normandie und das sind MG. Ja, da musst du um so einen scheiß Golfplatz rumlaufen, ja, um an so einen Geschützturm zu kommen, so ja, einen verlassenen. So, und ich glaube, du kannst ja engagieren, kannst du ja alles. Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die machen einfach für Geld auch alles. Und, ja, richtig. Und ich fand das aber phänomenal, dass da jemand der Meinung ist, von wegen, so, ich habe einen Taucherschein, ich mache einen Taucherschein und ich biete mich auf den Golfplätzen an. Ja, genau. Das Problem ist, es ist in Amerika, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das in Amerika ist oder sowas in der Art. Da müssen die Golftaucher auch aufpassen, weil ja Krokodile und so weiter da in der Region ja auch sind. Aber doch nicht auf den angelegten kleinen Seen. Oh, glaub mal. Glaub mal, ich habe Berichte gesehen, also ich mache mich ja mal ein bisschen schlau. Da sind Golftaucher, also ich sage jetzt mal Golfballtaucher, ja, angegriffen worden und einer ist sogar getötet worden durch einen Alligator. Okay. Viele, ich weiß nicht, ist das Australien, wo du aufpassen musst, dass da halt Schlangen und so weiter, ja, ja, auch ins Lager oder irgendwie ins Dorf und in die Stadt kommen und so weiter und so fort? Ja. Ich habe jetzt letztens auf Instagram wieder nur so ein Video gesehen, da so ein was ist denn das? Du kannst sagen Katamaran, aber nee, das ist so eine Echse gewesen hier. Keine Ahnung, so eine kleine, die ist so groß. Also was weiß ich, einen halben Meter. Ja. Die rannte auf einen Swimmingpool zu. Von einer Hotelanlage. Kommt die denn da rein? Ist da eingezäunt? Wie kommt denn, keine Ahnung, irgendwie eine Raubkatze oder sowas oder eine Schlange? Kommt ja auch einfach so irgendwie in irgendein Lager. Und das finde ich halt so phänomenal. Und deswegen würde ich auch da, glaube ich, sehr ungern in den Urlaub fliegen. Ja, das ist auch mein Problem. Das hast du die Geschichten gehört mit der. Ach nee, das kannst du gar nicht. Da waren wir gerade in Österreich, wo du gerade sagst, Schlange. Da war wirklich einer, der hat eine Schlange gezüchtet bei sich in der Wohnung. Ja. Und die ist ihm entwischt. Du darfst ja schon gar nicht, so eine Viper oder wie die heißt. So ein richtig hochgiftiges Ding. Hm. Ist ihm entwischt. Wahrscheinlich Kanalisation und ist bei irgendwem anderes rausgekommen, saß im Klo und hat ihn in den Sack gebissen. Das ist der Horror schlechthin. Du gehst auf Klo. Da, du wirst lachen, aber ich gucke sowieso jedes Mal erst rein, bevor ich mich hinsetze. Ich habe. Ja, andere Schlangen entdeckt man ja auch, aber die. Das sind Anacondas. Ja. Yeah. Und die wollen ja rein und nicht raus. Ganz ehrlich, ich meinte die, wenn keiner spült. Aber das ist egal. Ja, ja. Ich weiß aber, was du sagen wolltest, weil ja, ich auch so eine Berichte schon gesehen habe, ja, dass die dann von unten nach oben und sitzen, ja, da. Ratten sollen das ja auch gut können. Ne? Hör auf. Ich traue mich. Das ist wie damals als kleines Kind, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, weißen Hai gucken. Ja. Ich bin nicht mal mehr in die Badewanne gegangen, weil ich gedacht habe, das Vieh schwimmt da rum. Ja, das kann ja auch passieren. Natürlich, der kleine weiße Hai. Der kleine weiße Hai, und irgendwann wird er groß. Wenn du nicht aufpassen, das Wasser drin ist. Weißer Hai. Ja. War das nicht so ein... Ja, ja. Großer Hai. Oh Gottes Willen. So, du bist dran. Du bist dran. Oh. Achso, haben wir das Thema ab? Haben wir... Ja, haben ne? Abgehakt, ja, also, ja. Genau, haben wir mehr ausgeschlachtet. Finde ich aber trotzdem sehr interessant, diesen Job. Ja. Schrägstrich Beruf. Er ist ja kein richtiger Beruf. Also der Beruf an sich ist ja der Taucher, ne? Oder Berufstaucher gibt es ja. Gibt es ja definitiv. Ja, ja. Nur dieses spezielle auf dem Golfplatz, dass du da... Genau. Das finde ich sehr interessant. Diese Idee, die dahinter steckt. Ne? Ich habe als erstes zwei Berufe, die gar nicht, möglicherweise gar nicht so ungewöhnlich sind, vielleicht auch doch, aber wo ich gerne möchte, dass du errätst, was das ist. Danach kommt sowas, wie du jetzt gemacht hast. Ach so, okay. Ne? Ja. Ein Okularist. OC. Also Okularist. Was ist das? Es ist total schwer. Also ich hätte es nicht gewusst. Mir sagt das Wort Okular was. Mm. Ja, aber ich könnte jetzt, ich müsste jetzt wieder, das hört sich so nach, was ist ein Okular? Du bist nah dran. Also wenn du mir das jetzt gleich sagst, dann werde ich mit Sicherheit sagen, kenne ich. Erraten würde ich jetzt wahrscheinlich was Falsches. Also ich habe es schon mal gehört. Das hört sich so nach ein Okular. Ja, nach Brille fast an oder irgendwie so. Nach irgendeinem Gerät, was du benutzen musst.
Keine Ahnung. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, sonst sagst du immer zu mir, du machst mir Angst. Jetzt geschieht das genauso. Also das ist stark, muss ich sagen. Das sage ich auch manchmal. Wo ist mein Okular? Da meine ich meine Brille mit. Ja. Ja, ist auch so, tatsächlich. Also es geht in die Richtung zumindest. Okay. Also es fängt an mit einem Beruf, der nennt sich Glasapparatebauer. Früher nannte man das Glasbläser. Ja. Also wirklich einer, der per Hand dieses... Ja, ja. Und die Typen wurden, oder die Frauen auch, wurden ja nie sehr alt, weil das wohl sehr lungenintensiv war, ne? ist. Und ich glaube, die Dämpfe sind auch nicht gerade ohne. Die nach wie vor gibt es diesen Beruf ja, oder das Hobby. Aber sehr rar, glaube ich, ne? Sehr rar. St. Andreasberg zum Beispiel, weiß ich hier im Harz, weiß ich nur deswegen, weil wir da mal Skilaufen waren, ist auch so einer. Der macht das dann, kannst du sogar zugucken und dann sofort das kaufen, was er da blasen hat. Weiß ich. Also irgendwelche Vasen und... nein, nicht das, was du gezeigt hast. Nein, das ist gut. Reagenzgläser blasen die. So eine Sache, das ist unfassbar, was die können. So. Nennt sich heutzutage Glasapparatebauer. So. Und jetzt ein Okularist. Da dauert die Ausbildung doppelt so lange. Das ist ein echter Beruf. Und der stellt Glasaugen für Menschen her. Also wirklich die Dinger, die eingesetzt. Früher hat man ja Holzaugen genommen. Und ja. Plaste gab es auch mal eine Zeit lang. Ja, was weiß ich. Und jetzt nimmt man ja meistens Glas. Und, der, was ich so gelesen habe, das steht jetzt hier gar nicht mehr, das habe ich vorhin noch gelesen, dass die auch so eine Ausbildung kriegen für psychologisch, weil die Leute, die ja ein Augenlicht verlieren, ja erstmal total fertig sind. So, die müssen damit erstmal klarkommen. So, das kann ich auch nachvollziehen. Und auch darauf reagieren können, weil sie ja, die müssen wahrscheinlich die Größe messen bei denen, wie auch immer die das machen. Die werden wahrscheinlich keine Zollschachtel reinstecken. Oder so. Ja, ja. Irgendwie, weißt du? Ja. Und dann treffen sie auch auf die Menschen. Und die sollen sich ja wahrscheinlich auch noch die Augenfarbe aussuchen und die Irisfarbe und keine Ahnung was. Mhm. Und also müssen darauf vorbereitet sein, wie die Menschen reagieren. Ich glaube, das ist ein extrem spannender Beruf. Und ich glaube auch, dass es gut bezahlt ist. Nur du im Endeffekt verdienst du dein Geld am Leiden anderer Leute. Ne? Das ist so ähnlich wie bei mir mit den Versicherungen. Ja. So. Ist schon bitter. Und sowas. Das ist schon krass, dass es sowas überhaupt gibt. Weil man verbindet ja sowas normalerweise mit einem Optiker. Man denkt ja, dass dann sowas auch ein Optiker macht, aber das ist ich ja gar nicht... Ich dass eine Maschine das herstellt, dass es Maschinen gibt, wo du sagst, die Größe, die Farbe, zack, fertig. Hm. Ist wohl nicht so. 3D-Drucker. 3D. Übertrieben jetzt gesagt, ne? Ja, ja, genau. Das kann durchaus sein, dass das noch kommt. Ja. Aber das ist ja auch Plastik denn oder Plastik zurzeit. Ja, ja, und ich glaube, dass die Augen, die da hergestellt werden, ja doch dann schon... nicht Plaste sind. Nee, die sind Glas. Also es ist wirklich zurzeit immer noch das Gängige. Ja. Wir müssen auch durchgucken können. Oh, jetzt ist es aber genau. Ja. Sonst würde es ja Spiegelauge heißen. Na, jetzt ist noch gut. So, war es jetzt das eine von zwei, oder? Nee, jetzt bist du erstmal. Ach so, okay. Was tatsächlich, was ich auch nicht wusste, ein Schlangensteher. Ah, jetzt hast du mich. Den habe ich auch. Ah, okay. Ja. Die Typen, die quasi sich für Leute, die keine Zeit haben und so weiter, in Schlangen stellen, um da zu warten. Und es ist auch krass, was die, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Finde ich krass. Ja. Das hat, glaube ich, in Amerika angefangen, wo er so viel. Ja, genau, genau. Ja. Aber was die auch verdienen. Das kriege ich gar nicht. 25 Euro die Stunde nehmen die meistens und jede halbe Stunde danach 5 Euro zusätzlich. Ja. Also die einigen sich auf eine Zeit. Achso, und da 25 und wenn es länger dauert, nochmal 5 obendrauf. Genau. Pro halbe Stunde. Pro halbe Stunde dann nochmal obendrauf. Okay. Und klar, das nehmen natürlich dann so prominente Politiker, so wurde es zumindest dann erklärt. Aber ich glaube schon, dass wenn. Ich wüsste gar nicht mal, wo ich da anrufen soll. My Hammer. Ich weiß es nicht, aber... Aber ist auf jeden Fall krass, oder? Ich glaube sogar jetzt zur Corona-Zeit hat das Hochkonjunktur. Wenn du dich irgendwie zum Impfen anstellen willst, ich meine, wir haben das ja in Oldesloe gesehen, das ist Wahnsinn, die Schlange, da. Ich wäre dazu geizig zu gewesen. Ja, natürlich. 25 Euro? Natürlich. Ich meine, ja, du musst immer entscheiden, wie viel Geld hast du, kannst du dir das leisten ja, und ja. Ist es dir das wert? So. Genau. So, aber 25 Euro ist schon krass. Finde ich auch sagen. So. Ja, Schlange stehe. Du stell dir mal vor, du bist erst dran und du bist nicht rechts. Weißt du, das ist wie die Angst, kennst du das, wenn du mit deiner Frau einkaufen gehst? So, und dann stehst du an der Kasse und die Schlange ist relativ lang. Und dann fällt ihr ein, Schatz,
wir haben das Klopapier vergessen. Das braucht nur noch mal 3 oder 4-lagig. Und ist das schon? Ja, ja, genau. Ich sag, Uschi, ey, wir sind gleich dran. Ja. Was soll ich denn machen, wenn ich durch bin? Ich habe kein Portemonnaie und nichts, das hast du alles. Ja. Nee, ich bin schon rechtzeitig genau. da. Genau, und dann sitzt du da und kannst schon mal die Ware aufs Band packen und sie kommt immer noch nicht. Und sie kommt immer noch nicht. Ich habe schon so eine Teller unter der Arme. Ja, ja. Und dann stell dir mal vor, genau das mit diesem Schlangenspeer, das ist vor der Disco. So, dann kann er reingehen, Party machen. Zack. Ja, oder aber die Zeit ist um und er geht dann so 2 Meter, bevor er überhaupt dran ist. Ja, Zeit ist um. So. Tschüss, nützlich gekommen. Krass, ne? Ja, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Ah ja gut, aber ja, das ist halt ja. eine Idee, ne? So. Achso, ich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum du den Zettel mal wieder weggepackt hast. Ja, ist doch schon warm in der Hose. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber geschrieben wird es C-R-O-U-P-I-E-R. Ein Croupier würde ich das aussprechen. Ein Croupier. Das sagt mir gar nichts. Kann ich mir denken, nee, nämlich auch nicht. Und was ist das? Kann ich nicht sagen, ich habe es nicht aufgeschrieben. Quatsch. Also, es, wenn du dir vorstellst, James Bond oder sowas, wenn der seinen Poker da spielt oder ins Spielcasino geht, da muss es ja immer einen geben, der hinter den Spieltischen sitzt. Das ist ein Croupier. Ja. Und da ist es wirklich so, dass es nicht wirklich eine echte Ausbildung gibt, sondern die Casinos selber schulen die sozusagen. Das dauert so 2 bis 8 Monate, so, das habe ich mir aufgeschrieben. Und die Ausbildung ist unvergütet, also du machst es kostenlos. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Croupiers genug Geld verdienen. Gerade auch mit irgendwelchen Chips, die dann irgendwer rüber wachsen lässt. Nochmal. Das ist wie Trinkgeld, glaube ich. Ne? Genau. Die kriegen so einen Grundlohn und der Rest geht über Trinkgeld. Ja. Das habe ich auch gelesen. Und ich weiß, dass die Leute zum Beispiel keine Möglichkeit haben aufzusteigen. Die können in der Gehaltsstufe nicht weiter aufsteigen. Die haben nur die eine Möglichkeit, eventuell, wenn sie wirklich lange dabei sind und die Erfahrung vorweisen, dann so eine Art Saalleiter zu werden. Ah, okay. Dass die dann so ein Manager werden oder sowas in der Art. Das passiert dann aber nicht nicht häufig, in den seltensten Fällen. So, aber ansonsten, wie du schon sagst, genau. Ja, aber spannend. Also, das ist genau die Geschichte, als ich das gelesen habe. Das stimmt, da sitzt da mal einer, kommt der eigentlich her, was macht der das beruflich? Ja, oder ich habe immer gedacht, die sind da angestellt vom Casino, ne? Ja, aber genau. Dass das jetzt wirklich welche sind, die, die genau dafür angestellt sind. Schon krass, ne? Ja. So, pass auf, jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber ja doch. Schlussmacher. Damit meine ich nicht den Film, aber es soll wohl wirklich, und das ist auch wieder so am Amerika-Style. Ob das jetzt hier in Deutschland so ist, weiß ich nicht, aber es soll Firmen geben, die angestellt werden, um Beziehungen oder Ehen zu beenden. Aber das ist doch, also, habe ich auch von gelesen, muss ich sagen. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie das sein kann, also wie das funktioniert, weil mit demjenigen, mit dem du eine Beziehung führst, du hast ja ein inniges Verhältnis gehabt. Mhm. Wieso kann man denn nicht? Kann man nicht per WhatsApp? Na, kann man was? Es kann man. Also Leute, die den direkten Weg gehen, sind da ja auch sehr fair und können dann auch hingehen und sagen, ich kläre das persönlich. Es gibt allerdings auch Leute, die es einfach nicht können, die es nicht übers Herz kriegen, die nicht den Arsch in der Hose haben. Oder die keine Zeit haben dafür? Nein, also ich glaube ehrlich, dass das was damit zu tun hat. Entweder Schiss, einfach wirklich Schiss. Ja, oder. Ja, keine Ahnung. Es gibt ja immer irgendwie. Zu allem gibt es was. Ja, so. Natürlich. Und gerade in Amerika. Ne? Also das da gibt so. Das ist natürlich sehr unpersönlich. Da kommt irgendein Fremder und sagt so, dein Partner tralala. Ne? Dann was machst du dann natürlich als Betroffener? Du würdest anrufen und sagen, sag mal, hast du da einen Lappen? Nee, vor allem stimmt das? Ja. Genau. Da kommt so ein Typ zu mir und sagt, wurde engagiert. Stimmt das? Ja, nee, warte mal, muss ich mir sagen, dass er das Deal sagt. Versteckte Kamera oder ist das hier ein Witz? Oder warum kommt. Und dann kommt es ja meistens dazu. Ja. Warum kommst du nicht direkt zu mir? Ja, ist egal. Was ich witzig finde ist, die kriegen pro Auftrag 30 bis 65 Euro. Es kommt also wirklich auf die auf den Aufwand an. Ja. Ob es jetzt nur per E-Mail, per WhatsApp, also ob die das sogar nur schriftlich oder ob die da jetzt persönlich hinfahren sollen. Und vielleicht haben ja viele auch Schiss,
demjenigen gegenüberzutreten. Weil sie denken, die werden umgebracht oder so, keine Ahnung. Die einen gezimmert. Ja, das kann auch, ne? Also ich, das finde ich schon mal krass, dass es sowas gibt. Ja, ich finde das... ne? Weil es gibt ja auch so, glaube ich, einen Film, ne? Der Schlussmacher mit in der Spaltgruppe. Ach so. Ja. Ja, Hammer. Ich bin dran. Chuck Norris Witzeerzähler. Nein, natürlich nicht. So. Ehrlich, verdient kein Geld mehr. Nee, nee. Jetzt kommen die witzigen Sachen, wo man sich denken kann, was es ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es das tatsächlich gibt manchmal. Manchmal ist es merkwürdig. Glückskeks-Autor. Mhm. Hast du auch wahrscheinlich. Schon mal gehört? Nee, habe ich nicht. Habe ich aber schon gehört, dass es sowas gibt. Ja, aber da habe ich mich gefragt, ob das wirklich wahr ist. Aber ich habe es ziemlich häufig gelesen. Diese Glückskeks-Sprüche, die sind ja manchmal so komisch, so blöde. Wahrscheinlich gibt es eine Übersetzung aus dem Englischen oder Chinesischen, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber das sind doch Weisheiten, die kannst du doch googeln oder was. Da brauchst du nicht. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, weil ich habe mal gehört, dass es Leute gibt, die ja nur wirklich echt essen gehen, damit sie diese Glückskekse kriegen. Was? Weil sie das, was da drin steht, wirklich als eine Art Wahrsagung sehen. Ja, die sind doch bescheuert, weil so, ich meine, du kannst bei ja mal kaufen, die das Dinge. Das meine ich ja, dass du dann jetzt da sitzt und jetzt erfährst du, dass es Leute gibt, die sich das ausdenken. Ja. Da bricht doch für dich eine Welt zusammen, oder? Richtig. Ja, klar. Weil ich habe wirklich mal gehört, das ist schon ewig her, aber ich habe wirklich mal gehört, dass es Leute gibt, die machen die Dinge auf und denken, ja. Genau. Ja, wahrscheinlich waren das wir Ossis damals, die zum ersten Mal in den Westen gefahren sind nach Lübeck, in Chinesen mit diesem runden Tisch, wo die essen noch rundherum. Und dann steht da, so, sie werden glücklich, da wo sie jetzt sind. Und dann so, Gott. Oh. Mhm. Alles übertrieben. Aber es ist so, als wenn du jetzt zum Kartenleger gehst und der erzählt dir... Aber wenn du daran glaubst, ich könnte mir vorstellen, dass... Das meine ich ja, aber was musst du denn für eine Welt zusammenbrechen, wenn du zu dem sagst, so, da gibt es Leute, die denken sich das aus. Ja. Den glaubst du dann wahrscheinlich nicht. Die Leute gibt es nicht. Nee, genau. Die denken sich das nicht aus. Nee, Corona gibt es ja auch nicht. Also insofern gibt es auch keine Glückskekse. Nee, ja. Ja. Hey, aber habe ich gehört, ja. Tierfutter-Vorkoster. Boah, jetzt. Ganz ehrlich, ich wollte gerade einen Schluck Bier nehmen. Was? Ja, es gibt Tierfutter-Vorkoster und die verdienen wirklich 30.000 im Jahr. Bis zu 30.000 im Jahr. Also ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, meine kleine Uschi hat mal Katzenfutter probiert. Hm? Und meine große Uschi hat sich dabei fast gekotzt, logischerweise. Ja. Weil das ist ja der Kopf, der das macht. Ich nicht, weil ich gedacht habe, die Katzen überleben es ja auch. Ja. Kann ja nicht so schlimm sein. Die Frage, die ich mir gestellt habe, und das hat eine Weile gedauert, ich habe mir natürlich da auch wieder Berichte angeguckt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie bitteschön will der Mensch denn beurteilen, was dem Tier schmeckt? Richtig. So, jetzt hat man sich da hingesetzt und jetzt hast du ja die Konzerne, die Firmen, die quasi dann diese Produkte herstellen und die lassen ja auch nur ihre eigenen Produkte kosten. Die würden niemals ein fremdes Produkt von einem Konkurrenten oder sowas kosten lassen. Meinst du, damit sie einen Vergleich haben? Würden sie niemals machen. Weil sich dann sagen, nee, das ist eklig, weil du weißt ja nicht, was die dann da reinschmieren oder was in der Art. Ja. So, und meine Frage war immer, du kannst die Tiere nicht fragen, schmeckt es dir? Die würden es dir nicht zeigen, du siehst nur, fressen sie es oder fressen sie es nicht. Jetzt habe ich aber irgendwann mal festgestellt, dass es da wirklich einen Grund gibt, mit dem ich, also was ich akzeptiere. Und zwar geht es da dann darum, die richtigen Nährstoffe nicht zu ermitteln, dass machst du ja nicht durch das Probieren. Ja. Die machst du ja vorher rein. Ne? Es geht darum, Unzerkaubares zu... Also identifizieren, ja klar. Genau, dass du feststellst, okay, das kann man essen, das kann man kauen, das funktioniert. Und dann vielleicht ja trotzdem vom Geschmack her eher dann so, dass ist es jetzt bitter oder ist es jetzt eher süß? Das heißt, sie kriegen ja mit, dass die Eisenspäne dann nicht reingehört. Ja, gerade bei Tieren, die brechen ja auch Zähne und so weiter. Aber jetzt habe ich mal eine andere Frage. Ja. Wenn du daran denkst, jetzt Tierfutter-Vorkoster, an welche Tiere denkst du dann, was sie für Futter vorkosten? Hund und Katze erst. Ja, erstmal. Aber jetzt überleg doch mal Fische. Fischfutter. Kostet das irgendjemand vor? Das weiß ich nicht. Oder Löwenfutter. So eine halbe Gazelle. Das steht schön. Na, so eine halbe Gazelle. Geiles Ding. Erstmal Tierfutter-Vorkoster. Aber ich glaube, ich
glaube, bei Löwen zum Beispiel ist es ja egal. Also ich will jetzt nicht sagen, das sind ja eh Aasfresser oder sowas. Nee, die reißen das ja frisch, aber die fressen das ja so, wie es kommt. Überleg mal, wenn er an sich selber knabbert. Oh, geht. Aber Katze und Hund ist ja so, die, ja, leg denen mal einen toten Hasen hin, das fressen die nicht. Ja, nein. Ne, also die wollen da schon was gemacht haben. Nein, es geht ja wahrscheinlich auch um Tierfutter. Oder leg mal einen Fisch da so ein halbes Steak hin. Ja. Oh, du kleiner... Nee, aber... Ja, aber Meerschweinchen. Oder, keine Ahnung, Hausmaus. Oder sowas kostet. Keine Ahnung. Von einem Wellensittich, die Körner oder was. Ja, ist doch Quatsch. Vielleicht ist das ja auch jemand. Ja, diese Meisenknödel, die man raushängt im Wind. Ist doch wie Mais. Ist schön wie grillen, Mais. Schön grillen. Meisenknödel. Schmeckt lecker. Ja. Ja, geiles Ding. Ja. Gibt's aber. Und wie gesagt, 30.000 im Jahr. 30.000. Bis zu 30.000 im Jahr. Schon krass, ne? Kaugummi-Entferner. Ja. Habe ich auch schon gelesen. Ja. Also ich denke immer gleich an die U-Bahn, so, ne? An die öffentlichen Verkehrsmittel, dass einer dann unter die Sitze krabbelt. Also ich glaube auch so, das ist damit gemeint, oder? Und ich glaube, das Eklige daran ist auch nicht nur die Kaugummi, sondern was noch die U-Bahn. Dazu. Ja, genau, was noch dazu rangeklebt wurde. So. Das ist so, wie wir früher als Gag haben wir früher immer in den Ferienlagern unter die Türklinke Zahnpasta geschmiert, wo du reingegriffen hast und dann. Ja, also es gibt nichts Ekligeres wie Kaugummi und so eine Kacke irgendwo hinzuschmieren und andere greifen rein oder setzen sich rein. Und gerade Kaugummi ist ja, glaube ich, sehr tödlich, auch mit der Haare. Ja. Und, man sagt zwar immer, ja, wann passiert sowas schon mal, aber es geht ja sehr schnell. Ich hatte das letztens beim Autofahren, da bin ich auf irgendeiner Raststätte gewesen und habe dann mich tatsächlich auf, normalerweise mache ich das nicht, die Autobahnraststätten sind ja per se eklig wie Sau, habe mich aber hingesetzt, weil ich weiß gar nicht mehr warum, und habe mich natürlich auf eine Bank gesetzt, wo Kaugummi, und habe das voll in meine Jogginghose geschmiert und habe das im Auto irgendwann mitgekriegt während der Fahrt. So greif, weil ich mir Taschentuch raus und dann, boah, Alter. Alle rundherum haben gelacht, das war geil ohne Ende, für mich aber nicht. Ja, glaube ich. Ja. Also deswegen sind die Leute, nur Kaugummi-Entferner kann ich mir vorstellen, wenn die fest sind, tut mir leid, aber wenn die fest sind, die Kaugummi, und du gehst mit so einem Schaber, dann geht das ja noch. Ja. Aber wenn die frisch sind, wie willst du die entfernen? Mit an feuchten, mit einem Zuckerwatten stehen? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine Herpes habe. Ja. Bei der Vorstellung allgemein schon, wie man die abkriegen kann. Eigentlich ist das Thema schon wieder so ein Auweier. Okay, also ich mache mal Vorschläge. Teelöffel. Und wenn es groß ist, dann Huba Buba ist ein bisschen größer. Dann können wir das mal schon Esslöffel nehmen. Gibt es Huba Buba? Ja, ne? Gibt es immer noch. Echt? Ja. Und dann, wenn die noch so ein bisschen duften nach hinten, dann muss das geil sein mit einem Esslöffel. Also ich könnte mir vorstellen, dass man schon überlegt, dann nochmal... Wenn der frisch ist, ist ja noch ein bisschen Geschmack drin. Ja, man könnte ja nochmal probieren. Du willst echt, dass ich Herpes kriege. Ich kann so kratzen dich jetzt. So, weiter geht's. Schön, du bist dran. Ach nee, du warst ja mit Kaugummi dran. Richtig. Oh Gott. Pass auf, jetzt. Jetzt muss ich mal einen rausholen hier. Oh nein, 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 nein. Also, das Ding hat ja mehrere Begriffe. Ich sage jetzt erstmal den, der am wenigsten geläufig ist. Elefantensamensammler. Ja, was für ein Ding? Ja. Auch genannt Tiermasturbateur, weil es ja nicht nur beim Elefanten so ist, aber ich habe mir das beim Elefanten mal angeguckt. Das ist echt der Wahnsinn. Du hast das angeguckt? Ja, natürlich. In live? Nein. Ich hab's gemacht. Was? Oh Mann. Krass. Krass, dass es da wirklich... Was macht der Elefant dann? Zuckt da so ein bisschen? Ich will mir das nicht angucken. Ja. Kannst du mir das mal erklären? Sehr gern. Also, als allererstes wird der Darm gereinigt, weil man ja, heißt das rektal? Wenn man in den A geht? Anus. In den Anus? Mhm. Heißt das rektal? Ja, ich glaube ja. Anal, rektal, was weiß ich. Gehst du rein und reinigst diesen erstmal, indem du die ganzen Fäkalien rausholst. Ist das an sich schon ein Beruf oder gehört der dazu? Also nein, das gehört dazu. Ist schon dein Job. Okay. Dann. Ne, also das dieses gehört Reinigen gehört dann dazu. Ich meine, das an sich ist ja schon das Ekligste, was man sich so überhaupt vorstellen kann. Das, was da rauskommt, ist auch nicht wenig. Oder das, was du rausschaufelst, ist nicht wenig. Also da reicht ein Esslöffel dann auch nicht mehr aus. Nein. Okay.
Nein, reicht so eine Blumenschaufel? Auch nicht. Auch nicht. Nee, nee. Also gehst du wirklich bis zur Schulter gehst du rein und kannst schaufeln. Ne? Also das bis zur Schulter vom Elefanten? Rein, nein. So einen langen Arm hast du doch gar nicht. Das ist ja egal, nein. Du kannst doch noch länger rein. Also. War das bei Dumm und Dümmer oder wo war das? Ja, das ne? Ace Ventura, glaube ich, ne? Wo er im Elefanten drin war. Und dann rausgekommen ist Geburt. Nein. Reinigen die wirklich und dann gehen die. Und da habe ich gedacht, oh. Das ist eine Menge. Dann gehen die wirklich mit einem Schlauch rein. Und das ist wie eine Darmspiegelung. Ne? Die spülen dir dann erstmal mit Wasser aus. Und das sieht schon sehr gewaltig aus, von der Menge her. Was da an Wasser durchgeht. Das ist schon krass. Ich kotze so, pass auf. Der Elefant steht erstmal noch ganz in Ruhe da. Das immer noch? Ja, ja. Echt? So. Und dann fangen die an, ihn... Das wird schlecht. Weißt du, vielleicht wird das Video jetzt auch gesperrt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber... Dann fängst du quasi an, den zu stimulieren. Und das sieht aus, als, wie wenn, denn du, von innen? Als wenn du ein Rasenmäher anmachst. Also diese Bewegung ist wirklich, als wenn du an dem Keilriemen ziehst und wieder loslässt. Also, Moment, du stimulierst den im Anus. Ja, ja, also, ja. Es gibt da einen Punkt, wo du quasi wirklich auch wie beim... Also die machen das nicht von außen wie nein, ein normaler nein, Mensch. Nein, nein, die gehen von dem Anus rein und haben da so eine Art Druckpunkt, ja, so ein G-Punkt. Nein, das ist ein E-Punkt, das ist ein Elefant. Ja. Mhm. Was ist denn das G für die Giraffe? Ach nee. Oh, da hat jetzt aber einer ganz, ganz schlechte Karte. Wo ist denn da der G-Punkt? Was hat denn das G? Du sagst Giraffe? Geminin. Mhm, da kommst du nicht mehr raus. Nein, aber jetzt... Und dann sitzen die da wirklich. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Minuten, wie viele Sekunden oder wie auch immer, aber der hat da ganz schön zu tun. Also der wechselt auch von rechts nach links, weil der hat da Muskelkater bekommen. Ne? Und dann merkst du halt, wie das Glied dann auch ausfährt. Also da merkst du auch, dass das was macht mit dem Elefanten. Entleerungsvorgang ja. Abgeschlossen. Entleerungs. Ja. Es geht aber auch tatsächlich immer nur darum, also es gibt ja auch andere Methoden bei Pferden und so weiter, die lassen sie ja dann diese Böcke bespringen. Es geht dann wirklich nur darum, wenn das gemacht werden muss und die Tiere sich einfach weigern. So, aber jetzt mal andersrum gefragt. Andersrum? Ja, andersrum. Warum macht man das in Gottes Namen? Es geht ja um die Weiterfortpflanzung. Ja, das können Sperma. Sie doch selber machen. Ich meine, sperr eine Frau dazu, also eine Elefantenfrau natürlich. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Das macht man dann halt nur, wenn die keinen Bock haben. Wenn die Kerle absolut keinen Bock haben oder die Frauen vielleicht keinen Bock haben, weil die Kerle nicht drauf. Also es geht jetzt nicht darum, dass das ständig gemacht wird, sondern... Und was holt man aus dem Elefanten raus? Zwei Eimer? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Haben nein, sie nicht gezeigt? Nein, das haben sie nicht gezeigt. Das hieß dann nur, das wird dann gleich abgeschlossen, verschlossen, gelagert, kühl gelagert, keine Ahnung, eingefroren. Weiß ich genau. Und dann... Also wie gesagt, das ist nicht die Regel. Aber... Oh mein Gott. Geil. Gott, nicht. Kannst du heute schlafen? Ja, ne? Ich probier mal auch einen, der so ähnlich ist, ein Kondomtester. Ja, gut, da bin ich jetzt ehrlich. Die ganzen Tester-Dinger habe ich weggelassen. Ja, ich. Aber es ist ja auch okay. Also es gibt ja diese Erotik-Spielzeug-Tester allgemein. Ja, okay. Ja, genau. Das kann durchaus sein. Aber Kondomtester fand ich am interessantesten. Ja, aber ist das wirklich so, dass sich da dann abgenudelt wird und... Ich weiß es nicht. Also ich dachte, das würden Maschinen machen. Also damit wir das Sexistische jetzt in den Ende ausbringen, habe ich hier jetzt gleich genommen. Nein, aber weißt du, ob die... Ich bin eine Maschine. Wir können zum nächsten Mal gehen. Ich mache den nächsten Mal, weil Kondomtester ist insofern, ich dachte immer wirklich, das sind irgendwelche Dinge, die man benutzt, damit man sieht, dass die nicht reißen oder bei bestimmten Bewegungen. Dehnungstechnisch genau, irgendwie. Genau, ne? So. Ne? Also nicht das, oder die gucken, ob da das Preisschild angetackert wurde oder nicht, weil dann macht es keinen Sinn mehr mit dem Kondom. Oder irgendwie so. Aber warum in dem Sinne? Ich meine, die kennen ja die Durchschnittslänge eines, ne? Penises und ja. Man kann ja das Maximum auch und da gibt es ja dann so dieses XXL und so weiter und so weiter. Ich meine, die werden sich da irgendwas dabei denken. Ja. Aber
wurde dann anfangs, und jetzt nicht lachen, aber wurde denn anfangs auch der Druck des Austrittes berechnet? Ich lach doch! Wahrscheinlich haben sie das Elefanten probiert und wenn das funktioniert, dann hält da alles hätten durch. Hätten aber auch ein Pferd nehmen müssen. Ja. Das Video wird definitiv gesperrt. Das sag ich dir. Oh Gott, 2000 Zugucker. Nein. Hundefutter Vorkoste haben wir. Ich nehme noch ein. Professionelle Ansteher hast du auch. Ich weiß, du bist eigentlich dran, aber dieser Kondomtester, den fand ich irgendwie. Ja. Eiertrenner. Habe ich von gelesen. Eiertrenner. Aber das habe ich nicht verstanden. Naja. Eigelb von Eiweiß? Nee, das linke von dem rechten. Das ist schwer, genau, da braucht man einen Job für. Ja, nee, jetzt mal. Eigelb von Eiweiß, weil es ja bestimmt Gerichte gibt, wo nur Eigelb rein darf oder nur Eiweiß. Ja, aber ich habe das verstanden, wie will ich denn Eier trennen? Also Eier kontrollieren, Eier trennen. Hä? Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Maschine kann, ein Ei zu trennen, das Gelb von dem Weißen. Und ich glaube, im Neudeutsch Negerküsse ist, glaube ich, nur Eiweiß drin. Ja, Eiweiß. Ja, das stimmt. Also da muss getrennt werden. Okay. Kann ja gut, mehr. Jetzt, das klingt plausibel. Jetzt, wo du das mit den, was hast du gesagt? Schaumküssen? Nee. man darf jetzt dieses Wort ja nicht nennen, nee. Dickmänner? Ja, nee, darf man Dickmänner sagen? Graboer-Küsschen. Ich dachte dann eher lieber Dickmänner. Nein, dann lieber Graboer-Küsschen. Nee, kann ich mir nicht merken. Mann, du bist doch ein Ossi. Nee, kann ich mir nicht merken. Ja, du. Ach so. Ja, gut. Also, jetzt, ich meine, es gibt, glaube ich, von diversen wie Tupper-Hersteller, wo du schon ein bisschen so einen komischen kleinen Löffel hast, wo das ein bisschen einfacher geht. Ja. Ich habe das aber nie verstanden. Ich kann das überhaupt nicht mit dem Ei trennen. Also ich kenne das so mit Ei anschlagen, also wirklich auch aufmachen und dann genau. rechts, links. Habe ich immer probiert und kurz vor Schluss ist mir das Eigelb dann immer zerrt. Ja, passiert auch nicht so oft mal, aber ich habe mich immer gefragt, dieser Job, so wie wer kauft denn nur Eiweiß? Ich glaube für die Herstellung. Ist oder das wer sein. Kauft denn nur, ja, oder wer kauft denn nur Eigelb? Also, ja. Kenn ich so nicht. Wie hast du das gemacht, wenn du Zucker eingemacht hast? Ja, ja, genau. So? Wegen Schlagen und so. Dann. Ja, ja. Mhm. Geht ja heute nicht mehr wegen den Salmonellen. Genau. Naja. Ich habe noch. Und zwar, und das ist echt, das gibt's wirklich, Achselhöhlenschnüffler. Das geht ins Eklige hier rein. Das geht ins ja, ist ja geil. Was? Also, oberflächlich gesagt, Deo-Tester. Ach so, die schnüffeln also nicht den Schweiß, sondern das Deo. Es gibt, definitiv, da geht es dann auch wieder um die Herstellung der eigenen Produkte, dass es Propaganden angestellt werden, die halt wirklich Sport machen, die sich da wirklich sportlich aktivieren und machen und tun. Ja. Und wo dann quasi dann das Deo getestet wird, ob das dann das hält und hilft. Und so weiter. Und da gibt es dann wirklich auch Leute, die da hinkommen und die müssen das dokumentieren. Und das die setzen sich wirklich krass hin und riechen die Achseln derjenigen, die Sport machen. Das klingt ganz schön widerlich, oder? Also ich weiß nicht, ich glaube, das wäre nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es aus Interesse schon nicht machen. Nee. Ich möchte keinen Bock drauf hätten. Was mit dem Ekel, also ich weiß definitiv, wo fängt Ekel an und wo hört Ekel auf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das so viel, also was, weil man kriegt das ja selber im Privaten mit. Und wenn du ein und dasselbe Deo benutzt, also vom Typ her, wirkt das ja unterschiedlich bei unterschiedlichen Leuten. Ja. So, ich meine, dann muss dieser Test ja sehr umfangreich sein, um unterschiedliche, manche haben mehr Achseln, das sind manche weniger, manche stinken mehr. Manche stinken weniger. Auch ohne Sport zu machen. Ja, und manche stinken gar nicht, manche stinken auch nicht mit Deo. Ja. So. Also brauchst du ja ganz viele Probanden sozusagen, die du durchschnüffelst. Ja, es sind auch nicht wenig. Also das wurde da auch dokumentiert. Ne? Also die müssen da wirklich schon einiges über sich ergehen lassen. Und das ist nicht nur einmal im Monat. Also das ist dann... Kannst du denn noch, also wirklich auf, ganz ehrlich, irgendwo hingehen, wo es gut riecht, ohne dass du daran denkst? Das frage ich mich dann. Das ist genauso, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gibt ja auch Eissortentester. Ja. Und wenn ich so gesehen habe oder gelesen habe, dass diese Leute wirklich 600
verschiedene Sorten am Tag probieren. Da frage ich mich, wenn der das monatelang macht. Wie sieht der aus? Hat der noch, nee, vor allem, hat der noch Geschmack auf der Zunge? Kann der das überhaupt? Und ist der privat Eis? Das ist wie ein Typ, der bei McDonald's Burger verkauft. Also was da stand, ist, dass der sich auch seine Zunge versichert hat. Aha. Ja, also der hat, da war das glaube ich bis 40.000 im Jahr, was der verdient. Okay. War dann natürlich in dieser Firma angestellt auch, ne? Ja. Aber der hat sich seine auch versichern lassen. Falls mit seine, der dann irgendwas ist, wegen ja, denke ich mir mal. Kälte. Also die Amis sind ja sowieso da ein bisschen schräg, aber ja. das war schon krass. Das hast du auch zwei. Zwei habe ich noch. Okay. Schlangenmelker. Ein Schlangenmelker, der das Gift rausmelkt, sozusagen, damit, wenn sie zubeißen, das nicht mehr ganz so ein bisschen Gift haben sie immer drin, aber das meiste halt raus ist. Irgendwie. Aber habe ich zum Beispiel auch mal gedacht, dass das so ein Tierarzt macht, ne? Hätte ich auch gedacht. Ja. Ist das jetzt so was Besonderes ist, dass da jemand extra für ausgebildet wird und so weiter und so fort? Ja. Gut, das sind ja dann immer so die Seminare, die wir dann für erste Hilfe kurz. Weißt du? Wobei es natürlich in diesen Gefilden, sag ich mal, das unser Einsatz. Brauchst du es nicht, also. Gar nicht. Ja. Und ich frage mich auch, welches Einsatzgebiet. Also, weil im Endeffekt, wann macht man das? Weil die Schlange produziert ja sofort neues Gift. Macht die das wirklich? Ja, die produziert immer wieder neues Gift, ja. Ja, aber sofort? Nee, oder dauert das dann doch schon ein paar Tage? Das weiß ich nicht. Ja. Aber wozu macht man das? Um die Schlange dann frei laufen zu lassen und dann die Leute mal streicheln können oder was? Nee, vielleicht wird aus diesem Schlangengift irgendwas. Das wird vielleicht medizinisch, ne? Ja. Das stimmt. Das kann sein. Ja, oder die nächste Atombombe mit Schlangengift. Ja. Kann auch sein. Wer weiß. Ja, okay, das ist gut. Hast du noch einen? Ja, ich habe, ich glaube, sogar noch drei. Zombie-Darsteller. Habe ich immer gedacht, das sind ganz normale Schauspieler eigentlich auch. Aber nee, du kannst dich wirklich, du und ich, wir können uns echt hinstellen und können sagen, soll ich möchte gerne Zombie-Darsteller werden. Weil der Vorteil bei uns ist natürlich, wir brauchen nicht geschminkt werden. Ne? Genau. Ja. Das sind aber Leute und jetzt, ich habe sofort wieder an Filme gedacht, Hollywood und so weiter. Ja, natürlich. Es geht aber hauptsächlich darum, dass, und zwar habe ich mir das mal aufgeschrieben, du kannst dich wirklich in der London Bridge Experience oder London Thames bewerben. Das ist wie Hamburg Dungeons hier. Und das ist was. Schreckdinger. Genau. So, und da kannst du dich bewerben, da wirst du geschminkt und du kannst dann, sag mal schnell, die Besucher und allem dran so, ja, ne? Ja. Erschrecken. Und die verdienen auch nicht schlecht. Die verdienen bis zu 36.400 Euro im Jahr. Mhm. Ja, das. Ne? Mein Gott. Also, wer auf sowas Bock hat. Ja. Also es sind immer schon so Nebenberufe, finde ich. Was sind das Nebenberufe? Ja, das ist die große Frage. Das kommt jetzt auf die Öffentlichkeit. Also wenn ich jetzt mal mein Gehalt aufs Jahr rechne, ist das ja eigentlich schon fast hier ein vollwertiger Job. Ja. Ja, fast. Finde ich. Ja. Naja, ja, fehlt natürlich noch. Na, ich meine, wenn du von brutto ausgehst, 36.000 durch 12, das ist ja schon brutto an sich schon. Wie viel ist denn das? Na. 36.000 durch 12 sind 3.000. Die Hälfte davon geht weg, haben wir 1.500 Euro im Monat. Ja. So, okay. So. Nee. Natürlich. Nicht als Schleimmelker. Neben. Ach nee, als Zombie. Als Nebenjob, ja. Ja, natürlich. Na, aber nicht als. Ja. Aber schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich immer dachte, entschuldige bitte, ich immer dachte, das sind Schauspieler. Ja, hab ich auch gedacht. Das machen die dann halt so mit. Ja. Ja, fast angestoppt. Hai-Aquarien-Reiniger habe ich hier noch stehen und dann bin ich auch durch mit meinem Zettel. Okay. Hai-Aquarien-Reiniger, mal davon abgesehen, dass das bestimmt. Also, ich hätte mal gedacht, dass die Haie als erstes rauslassen. Ja. Dann machen sie sauber, dann lassen sie wieder rein. Scheint ja nicht so zu sein, ja. Das ist ja nicht so ein komischer Beruf. Aber wo sind denn überhaupt Haie auch? In welchen? Also, ja, Ozeaneum, glaube ich, in Straße, ne? Da ich ja. Also, es gibt schon. Heißt das Museen? Ja, das sind eher diese weiß ich nicht, das heißt Meereskundemuseum oder sowas. Ja, doch, sind Museen. Aber das gibt's schon, ne? Ja. Finde ich, ist bestimmt nicht einfach, ne? Weil ich glaube nicht, dass sie die rauslassen. Das heißt, du gehst als Taucher da rein. Wohin auch? Oder gehen die zu zweit, einer lenkt die ab oder passt zumindest auf. Also das Einzige, was ja passieren kann, ist, dass wenn du sowas Großes hast, dass du mehrere Becken hast, wo die durchschwimmen. Und dass sie dann irgendwann Und dass sie dann irgendwo eine Schleuse und eine Tür zumachen,
Dann schwimmen die Fische da alle rein und hinten machen sie die auch zu. Und so, dass sie so Stück für Stück diese ja, Segmente so sauber das machen. Das kann sein. Das könnte genau sein. So wie mit Tigern und Löwen. Genau. Ne, dass die dann weggesperrt werden und dann wird das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es überall so geht. Dass die überall so. Die haben doch meistens auch nur ein Becken, oder? Genau, deswegen. Da musst du da rein. Ja. Und machen die das denn in so einem Käfig, wie man das aus diesen Haifilmen kennt, so? Käfige runter und dann kommt der Hai von draußen so. Boom, boom. Oh, du guckst echt zu viel Fernsehen. Krass. Ja. Krass. Du hast aber das ist so dieses Ding, habe ich nicht aufgeschrieben. Aber Samen. Bankreiniger, Hausmeister in einer Samenbank. Du kannst es nicht lassen. Ich wollte eigentlich dieses Thema eigentlich auch ekliger, aber es wird viel vermischt. So, ne? Das ist, vermischt? Das, was haben wir? Also wenn er nicht reinigt, wird vieles vermischt. Ja. Ja, das stimmt. Nein, aber da habe ich auch so bei mir gedacht, eigentlich kann das ja nicht schlimm sein, aber dann fingen die an wie im Kinosaal mit diesen Erotik-Kinos. Oh. Halt, wenn du da dann Hausmeister bist und sauber machen musst, da hast du dann halt nicht nur Popcorn. Oh, die Popcorn sind aber pappig. Oh, guck die mal. Nicht. Oh, guck mal hier, bei den Nachos ist die Soße noch dran. Was? Nee, aber in der Samen, also wo du Samen spenden kannst und so weiter, das stelle ich mir auch nicht gerade sehr. Aber ich jetzt muss ich das doch nochmal. Also, was denn? Reinigt die Bank bei einer Samenspende? Naja, da wo du Samen spenden kannst. Was machen die denn? Na, du gehst doch in der Kabine und dann. Das weiß ich, ich war da noch nie. Ach komm, hör doch auf, du hast genug Fernsehen geguckt wie ich. Da, ich guck mir doch sowas nicht an. Nein, natürlich nicht. Da zeigen die doch nicht, wie er auf der Samenbank rumäudelt. Feudelt. Mein lieber Martin. Ja. Stell dich jetzt mal nicht dümmer, als du bist. Nein, aber das muss doch irgendwo rein. Weißt du? Was? Nein, den Becher. Naja, den macht er doch nicht sauber. Oder werden die wiederverwendet? Nein, aber weißt du denn, was da für irgendwelche Scharlatane sitzen, wo das auch daneben geht und dann auf dem Glasbesser, wo die das hinspritzen und keine Ahnung hinwischen? Ne? Jetzt kriege ich zum ersten Mal in meinem Leben Herpes. Ist gut jetzt. Nein, aber, ne? Trinken wir noch ein Bier. Hast du mal bitte noch irgendwas anderes? Irgendwas Schönes? Ja, okay, pass auf. Was Schönes. Dieses Video wird definitiv gesperrt. Ich habe noch einen. Ne, eigentlich habe ich noch zwei. Oh. Nein, Düngerinspektor. Hä? Hm? Das heißt, die gucken sich den Dünger an, ob der richtig zusammengemischt. Genau. Darum geht es aber wirklich dann teilweise, dass die im wahrsten Sinne des Wortes in der Scheiße rumwühlen und da dann. Ach, halt so ein Dünger, Naturdünger quasi. Prüft Gülle auf Kolibakterien oder Salmonellen, die für Menschen halt schädlich sind. Da gibt es extra aber dann Leute. Ne? Okay, also das macht jetzt nicht der Landwirt oder wie auch immer, sondern da kommen dann extra Leute raus. Kontrollieren die. Wahrscheinlich gibt es auch Vorschriften, dass du da was einhalten musst. Genau. Ja, okay. So, und das Letzte, was ich habe, das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, weil ich habe das falsch verstanden auch erst. Vogelscheuche. Auf Flughäfen. Aber da steht keiner und wedelt mit den Armen und tut so, als wenn er... Es ist tatsächlich so, dass auf wenigen, nicht allen, sondern auf wenigen Flughäfen Leute engagiert werden, die vor Beginn einer Landung und vor Beginn eines Startes eines Flugzeuges halt irgendwie wild umherballern mit Signalpistolen, um die Vögel aufzuscheuchen, damit die wegfliegen, damit das Flugzeug starten kann, damit das nicht in die Propeller kommt. Damit nicht sowas passiert wie bei Sully, sowas ähnliches, das genau. Reinballert, genau. Wobei das da noch ein bisschen anders war. Ja. Ich hatte da was anderes verstanden mit Vogelscheuche. Es gibt ja auch wirklich Leute, die engagiert werden vor öffentlichen Einrichtungen, die halt Vogelkacke wegmachen, ne? Ja. Oder die Vögel vertreiben, damit die halt nicht entscheiden. Ja. Aber diesbezüglich mit Vogelscheuche, ja, kann man machen, finde ich, ne? Aber das muss dann schon irgendwie, finde ich, extrem sein. Mhm. Aber es wurde da auch nochmal gesagt, das ist nicht in jedem Flughafen so. Also es ist wirklich bestimmte Flughäfen, wo wahrscheinlich dann wirklich sehr viele Vögel sind. Ja, ja, ja. Ja gut, ich meine, wenn das ist natürlich ein Problem, wenn die in die Propeller oder in die Düsen kommen. Ja. Turbinen meine ich. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht witzig ist. Ja, keine Ahnung. Aber es müssen ja ganze Vogelschwärme dann auch sein. Ja, das meine ich ja. Deswegen gibt es wahrscheinlich nur bestimmte Flughäfen, wo es nötig ist, sowas zu machen oder so jemanden einzustellen. Das war ein geiles Thema. Ja, und ich habe ja auch Abflusswasserreiniger. Kenne ich ja auch noch, die Leute, die da wirklich den Abfluss reinigen. Das ist ja auch nicht gerade ein sehr sauberer Beruf, der zwar gut bezahlt wird, aber wo du ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes
bis zum Hals in der Scheiße stehst. Ja, ja. Und es gibt da ja auch noch viel, viel mehr. Also die gehen mit ganzen Anzügen wirklich komplett runter. Ja. Also unter die Wasseroberfläche. Und das ist ja auch giftig und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sehe, in diese dritte Weltländer machen die das nur mit einer Turnhose an. Und da ist mir dann auch wieder schlecht geworden. Und das kannst du halt auch wirklich auf YouTube gucken. Die schwimmen da halt wirklich drin rum und holen das, wie du Schaum in der Badewanne immer zusammenholst, so holen die den ganzen Scheiß da halt raus, ne? Ja. Und wie die dann auch aussehen, alles in den Haaren haben und im Gesicht und überhaupt. Das ist echt ein Scheiß, ist echt ein Scheißstoff, muss ich sagen. Das ist wie bei Shrek ganz zu Anfang, ich wo möchte, er auf dem Klo sitzt, ne? Ich was möchte. Für ein Haufen gequillter Scheiße. Das ist auch wie bei Scary Movie, wo er sich da ordentlich einen abdrückt, wo die Fliegen dann kommen und so. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Kollege, es blinkt seit ungefähr einer halben Stunde. Ja, es ist okay. Endlich haben wir mal wieder überzogen. Wir wurden immer kürzer, jetzt... Wird er immer länger. Jetzt wird er immer länger da. Siehste. Ich müsste mir ein neues Bier aufmachen. Ja, das macht doch. Doch, dann lohnt es sich wenigstens, ne? Bonifatius vorzulesen. Ja, hast du. Sehr schön. Mach. Klar. Ja. Sehr gern. Auch ein bisschen anzüglich diesmal. Was machst denn du immer mit deinem Bier? Ich habe keine Ahnung, warum das schäumt. Nicht. Ja, das steht doch schon... Das steht doch aber wirklich schon jetzt 1000. Sehr lange. Warum schäumt das? Ja, weiß nicht. Das ist schlecht. Sterb ich morgen. Ja. Ich hoffe nicht, okay. Aber gut, dann ist es so. Ja, dann erntest du den Ruhm. Ja. Die Dollars. Genau. Tschüss. Tschö, mit Ö. Doch, schmecken tut's. Der Bodyfarts. Bonifatius lag im Sterben, alles stand um ihn herum und erreichte seinen Erben sein Vermächtnis wortlos stumm. Als das Testament geöffnet, denkt euch, was man da erblickt, eine Liste aller derer, die der schweigende Hund beglückt. Alle Frauen, alle Männer, denen er einst beigewohnt, nicht einmal der Frau Baronin Schlosshund hatte er verschont. Mora. Weit besser ist's, wenn man nicht sammelt, die Namen derer, die man rammelt. Das passt eigentlich zum Thema heute, muss ich sagen. So viel versaute Sachen. Ich find's schön. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Warum? Weil ich wieder ein Bier trinke.